Hallo Leute, da ist 105 hier mit Let's Play. Auf Schatzsuche im Kaiserreich, einem RPG Maker 2000 Spiel von Time Jumper, einer kleinen Demo. Und ja, nachdem wir das letzte Mal ein bisschen was über die Story hier erfahren haben, es spielt 5 Jahre nach der Rückeroberung von Düsterburg alias Falkenburg. Und ja, wir sind hier auf unterwegs mit Maro und Erion. Die beiden haben eigentlich einen Laden und haben aber kein Geld mehr. Und wir sind jetzt hier im Silbergebirge und wollen da etwas Geld zusammen klauben und schauen doch mal, ob uns das gelingen mag. Wir haben hier einen Händler gefunden, bei dem wir einkaufen und speichern können. Und ja, schauen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Herr Geiz ist die Dummheit der Reichen. Sag bei uns ein altes Sprichwort. Jo, wenn du das sagst, ne, wird schon stimmen. So, jetzt haben wir hier wieder zwei Wege. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall keine Speicherpunkte, sondern wir können bei, naja, mehr oder weniger, sag ich mal, haben wir Speicherpunkte. Wir können bei dem Händler da immer speichern. Das ist doch auch eine schöne Sache, finde ich jedenfalls. Den kenne ich, der ist köstlich. Meine Oma hat ihn immer gegen Magenbeschwerden genommen. Den kann ich in Höhen gut gebrauchen, ich werde ihn mitnehmen. Das sieht so aus, als könnte man darüber jumpen. Das hat wehgetan. Und jetzt? Komme ich nie mehr zurück, oder was? Doch, das geht. Und darüber, oder wie? Ne, hier rüber anscheinend. Okay. Der Gang ist blockiert, hier kommen wir nicht durch. Abwarten, vielleicht ist der Stein brüchig. Hart wie Kropfstahl, da kommen wir nicht durch. Wir klopfen gegen meinen Stein. Ich will lieber wissen, wer oder besser was da hinter dem Stein ist. Der die sieben Riesen erschlug. Niemand. Wir nehmen es erst. Ich bin der, der die sieben Riesen erschlug. Sieben auf einen Streich. Den ich wollen sehen. Ich glaube, es war keine gute Idee. Du Zwerg hast sieben Riesen getötet? So ist es. Ich habe sieben auf einem Streich getötet. Und wenn du weiter lachst, wirst du der Nächste sein. Übertreib es nicht, Maro. Der kann es mit seinen Pranken zerquetschen. Wie einen Königsberger Käse. Wir wollen testen, wie dich, Zwerg. Wenn du mir beweisen, dass du stark bist, fress ich dich nicht. Schieß los, ich bin für jeden Test bereit. Hier folgen wir in meine Höhle. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Ob das so gut war? Was ist denn das für ein Test, den ich bestehen soll? Der Test ist einfach. Da drüben brät ein Hammel. Du machst einen Hammel lecker und ich fressen ihn. Wenn Hammel schmecken schlecht, ich werde fressen euch. Bei mir verbrennen sogar die Spiegeleier in der Pfanne. Diesen Test musst du allein bestehen, Maro. Aber wie denn? Ich habe weder Gewürze bei mir, noch habe ich Gemüse oder Öle. Probier's mal mit den Pilzen, die wir in der Höhle gesammelt haben. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Mit welchen Pilzen soll ich den Hammel braten? Würzen? Was weiß denn ich? Laubfreudepilz, Fliegenpilz, Nebelkappenpilz, Butterpilz mit B. Wir nehmen mal den Butterpilz. Ich gebe einen Butterpilz zum Essen. Hey, Mulla, Hammelbraten in Fettkruste mit einem Hauch von Butterpilzaroma. Ich werde ihn probieren, dein Essen. Und? Das Essen ist lecker. Ihr dürft meine Höhle verlassen. Ach, ich hab's geschafft, Erion. Lass uns schnell von hier verschwinden. Ich bin stolz auf dich, Mara. Wer hätte gedacht, dass du so gut kochen kannst? 15 Heldenpunkte. Level 2 und Level 2. Das ist ja cool. Diese Minispiele, die mag ich ja immer, ne? Okay. Lass mir ein besser essen, sonst kommt ja noch auf dumme Gedanken. Na, da gucken wir uns noch etwas um.
Aber warum sind hier Schafe zum Teufel? Sein Fressen oder wie? Ja, ja. So, jetzt ist die Frage. Ach ne, hier geht's eh nicht weiter. Okay. Scheinen Wasserkrüge zu sein. Das ist ja cool. Minigames. Hier raus, gell? Ein Basilik, er muss für das Skelett verantwortlich sein. What? Wo denn? Hä? Diese Bestie ist so... What the heck? Hat mich erwischt. Hä? Wo denn? Ja, das ist schön, dass sie zu stark ist. Was soll ich denn machen zum Teufel? Und tot. Halt Kampfrausch. Nee, eh nicht, oder? Das ist schlecht. Ja, und was soll ich jetzt machen zum Teufel? Nix wahrscheinlich, oder? Es hat mich erwischt. Auch wenn er schwach aussieht. Es heißt, er ist zu stark und dann ist er zu schwach, oder wie? Ich verstehe das nicht ganz. Ich verstehe die Logik nicht. Wurde vergiftet, na ganz toll. Hä? Level 3. Was zum Teufel? Erst hieß es, er ist zu schwach und dann hieß es, er ist zu er ist zu stark und dann der ist zu schwach. Ich verstehe das nicht ganz. Und wie heile ich Gift? Das ergibt auch keinerlei Sinn. Aber gut. Tja, dann müssen wir da so weiter rumdümpeln, hätte ich schon was gesagt. Außer der Händler hat was. Erst hieß es, der ist zu stark für uns. Dann dachte ich, ich kann ihn nicht besiegen. Ach, das war der, der hier unten unterwegs war, wo? Naja, scheint mir so. Naja, jetzt bin ich gleich down, wo? Ach, ist das schön. Tot? Nö. Aber gleich. Ja, man merkt schon, das ist noch nicht so ganz ausgereift. Jetzt schon wieder einen Wisch. Wahrscheinlich hat er den Basilisk getötet. Oder was er hier wohl wollte. Die Toten in Frieden lassen. Hoffentlich hast du Frieden gefunden. 5 Heldenpunkte. Bist nicht würdig. Okay. Ist ja schon gut. Tja, ich kann dieses Blinkern leider derzeit nicht abstellen. Das tut mir furchtbar leid, aber es geht nicht. Ich kann nicht. So, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Das ist die nächste gute Frage. Hier vielleicht, oder? Nee. Aha. Hä? Und was will ich jetzt hier? Also... Sprungpunkte sind irgendwie noch nicht so ganz so gut, oder? Kann das sein? Ach so, dass ich damit hier einen Pilz kann. Stimmt, das ergibt Sinn. Und, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Hä? Quatsch. Was zum Teufel? Irgendwie muss man da ja hochkommen. Ruhenfrieden. Na gut. Dann sollte man die Typen wohl besser in Ruhe lassen, außer man braucht unbedingt Tränke. Scheint mir so.
So ist das. Dann ist dieser Basilisk hier durchgekommen, der da unten war. Wie auch immer der da hochgekommen ist, aber der ist irgendwie anscheinend durchgekommen. Erst dieses, der ist zu stark und dann, ja, das habe ich jetzt irgendwie nicht ganz verstanden, aber gut, das macht nichts. Anscheinend macht es nichts. Tja. Wie komme ich da jetzt hoch? Das würde mich mal brennend interessieren. Das sieht aus, wie wenn hier ein Sprungpunkt wäre, oder? Aber da passiert nichts. Hä? What? Ja, ja, ist klar. Spring doch nochmal rüber, so, danke. Ich möchte da hoch. Aber anscheinend darf ich da nicht hoch. Das sollte man auch offensichtlicher machen, wo man hin muss, denn sonst bringt das irgendwie nicht wahnsinnig viel, ne? Das nur mal so als Tipp. Na gut, dann vermute ich fast, dass das hier noch nicht ganz ausgereift ist, das Ganze. Ich komme ja auch nicht vorbei. Und ich komme hier nicht zurück. Muss man es leider so machen. Blöderweise müssen wir das dann so machen. Es bringt ja nichts. Wenn ich da nicht mehr hochkomme, können wir da auch leider nicht runter. Ich glaube, dass das einfach noch nicht fertig ist. Hätte ich jetzt einfach mal vermutet. Okay, na gut. Speichern. Position 2. Ja, ja, ist schon gut. Vielleicht sollte ich mal... Das ist ja auch ein Schmarrn. Halt Vergiftungen, oder? Machen wir das mal so. So. Ein Basilisk. Klar. Ach, und jetzt kommt nichts, dass er zu stark ist. Verstehe ich nicht. Boah. Tja. Wurde vergiftet, ganz toll. Diese Wesen sind gefährlich. Ihr Gift überträgt Tollwut. Es hat mich erwischt. Aber wir haben ja den Butterpilz. Yeah. Tja. Ach. Halt, Rank. Maro has fallen. Ja. Ist jetzt zu stark. Aha. Ja, ich habe ihn ja vorhin auch down. Ja, und da ist er down. Tja. Bloß jetzt haben wir wieder nichts, was Gift heilt, ne? Ach Gott, das ist Oberfail vom Entwickler. Aber gut. Für eine Demo, naja, wollen wir das mal mehr oder weniger verzeihen. Whiter Gates. Hier ist eine Falle. Aber dafür kann ich ja Steine schieben, die keine komischen Grafikbugs auslösen.
Jetzt gibt keinen zurück, wir müssen tiefer in die Höhlen. Hä? Ach, weil jetzt hier ein Riss ist. Aha. Und die Musik ist... Das war ein Schrei von einer Frau, er kam von Süden. Aha. Ja. So oder so ähnlich, ne? Na gut. Gut gebrauchen. Was war denn das jetzt für einen Butterpilz? Gift. Und... Dead. So. Einigermaßen gut hier. Knusper, Knusper. Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an meinem Häuschen? Ich meine... Wer wagt es, mich zu stören? Devin, Devin, das himmlische Kind. Moment mal, was rede ich denn da? Ich bin Maro aus Arboria. Komm schnell rein, meine Kleinen. Ich hab Kuchen und Kekse für dich. Nein, danke. Ich komm dann irgendwann nochmal vorbei. Nein, du darfst nicht gehen. Ich bin noch so hungrig. Und was habe ich damit zu schaffen? Wollen Sie etwas zu essen von mir? Ich will dich essen, meine Kleine. Du siehst so saftig aus. Okay, das war's. Ich verschwinde hier. Wer hat da geschrien? Niemand, Süßer. Du gehst jetzt besser. Hilfe! Bitte hilf mir! Jetzt ist es zu spät. Was hat die jetzt vor? Lass sofort das Mädchen frei. Niemals! Oh, dunkler Gott, zieh auf mich herab. Gib mir deine Kräfte für diesen Fluch. Verwandle diesen Licht. Was zum Teufel? Was ist denn das für eine Hexerei? Etwas passiert mit mir. Maro? Das Grün. Was hast du mit ihm gemacht? Verwandle ihn sofort zurück. Ich habe sein Innerstes nach außen gekehrt, eine Kröte. Dasselbe soll dir geschehen, Ratte. Der Kampf allein gegen eine Hexe könnte sehr hart werden. Auf den Scheiterhaufen mit ihr. Verdammt, ich habe nichts Passendes dabei. Zu spät. Game over. Ja, das ist sehr interessant gelöst. In dem Fall. Gottes Willen. Geht das alles zu schnell. Das ist zwar ein guter Ansatz, wie das hier gemacht ist, aber so kann man es auch nicht ganz machen. Würde ich nicht empfehlen, das alles so mit dem Timer und so, das ist zu... nee, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ja. Ist gut. So. Zurückgehen. Ja, ich kann sie nicht einfach im Stich lassen. Ist gut. Du. Und hier noch ein. Butterpilz heilt Vergiftungen und 33% der MP. Wollte ich eigentlich gar nicht. Na gut, in diesem Fall würde ich sagen, das war's für heute. Wir schauen beim nächsten Mal weiter, was diese komische Frau da noch alles zu tun hat, zu machen, getöteter Rö und ob wir es dann als Aerion schaffen werden. Ich musste kurz den Namen nochmal gucken. Sie irgendwie daran zu hindern, uns auch noch zu verwandeln. Ich bin der Arzt 105. Bis denn und ciao, ciao.